Hallo bei www.friendlyface.de. Neben mir sitzt Herbert und er erzählt uns, wie abenteuerlich Angeln in Norwegen ist. Herbert, erzähl mir mal was über Norwegen und wo genau warst du da oder ungefähr? Ja, das letzte Jahr waren wir in Norwegen auf der Insel Rømi. Hatten da ganz tolle Erlebnisse, viel Fische gefangen, große Fische vor allen Dingen, mal, sonst immer nur kleine. Aber wir mieten uns dort immer ein Haus, wo wir mit 6 bzw. 7 Leuten hinfahren, wo alle eigene Zimmer haben, 2 Boote und wo wir dann jeden Tag praktisch Angeln rausfahren. Was für eine Atmosphäre gibt Norwegen her? Was für einen Urlaub kann man dort machen? Also Norwegen, das ganze Land strahlt eine wunderbare Ruhe aus. Es ist wirklich Entspannung. Innerhalb von einem Tag hat man einen Erholungswert, den man woanders vielleicht in 14 Tagen erreicht. Also ich bin da sehr gerne und eine Woche reicht mir dann mal völlig, um mich zu regenerieren. Okay, du hast noch was erzählt von einem Nationalfeiertag und anderen Erlebnissen, die man ja dort beschauen kann. Ja, wir hatten schon mal ein Erlebnis. Das ist allerdings schon 2 Jahre her und da waren wir zum Nationalfeiertag in Norwegen und wurden morgens um 7 mit Böllerschüssen geweckt. Wir dachten erst, wir werden angegriffen, aber war nicht so. Und dann sind wir natürlich im Laufe des Vormittags, Mittags dann rübergefahren in die Stadt mit dem Boot und haben dort an den Feierlichkeiten teilgenommen, was sehr interessant war. Die Leute sind dort sehr lebenslustig und sehr ruhig und ausgeglichen und macht total Spaß dort. Welche Stadt oder welchen Bereich von Norwegen empfehlst du? Norden, Süden, Mitte? Also eigentlich kann ich da nichts ausschließen. Also ich war noch nicht ganz hoch im Norden, am Nordkap, wo Freunde von mir immer viel hinfahren, zum Angeln allerdings. Und ich war schon bis Trondheim hoch, das ist so die Hälfte Norwegen. Wunderschön, also das ganze Land bis runter nach Südnorwegen ist einfach nur schön. Okay. Tipp für Übernachtung und Versorgung in Norwegen? Ja, wir handeln das so, dass wir uns praktisch das Essen für die Woche überwiegend mitnehmen. Brot kann man dort sehr gutes kaufen und so, also eigentlich gibt es dort alles. Und übernachten, wie gesagt, damit es preiswerter für uns wird, mieten wir uns immer Häuser.